Herzlich willkommen zu dem Update diese Woche mal im Kryptobereich. Möchte ich starten und dann morgen Update nachgelagert mit den Aktien. Und ja, Stellar an. Wir haben hier eine sehr schöne Reaktion gesehen. Sie ist hier zunächst mal die Aufwärtsbewegung hier oben geendet. Das war jetzt hier zunächst mal dieses untergeordnete Ziellevel von der lilanen Aufwärtsbewegung hier. Ziemlich schön reagiert in dem Bereich. Jetzt wieder in Kombination von dem Widerstand, der auch hier in dieser Seitwärtsphase sehr gut gehalten hat, in dem Bereich. Wieder reagiert, auch sehr stark. Wir hatten hier einen sehr großen Doch jetzt auch gesehen. Dasselbe ist hier auch schon mal eingetreten. Könnte jetzt auch wieder eine kleine Konsolidierungsphase geben, aber prinzipiell sehr schön charttechnisch gesehen. Und ja, wir sind jetzt, haben immer noch hier ein übergeordnetes Ziel, das heißt hier von der kompletten Aufwärtsbewegung in rosa, da möchten wir hier eigentlich noch die 67 Cent sehen, das heißt theoretisch auch nochmal verdoppelt, fast, aber prinzipiell sehr schön. Dann Ripple hat auch sehr gut hier hingelegt, eine Reaktion, die dann im Korrekturlevel geendet ist. Ist auch wieder eine komplette Bewegungskorrektur. Wir haben uns ja hier unten im Low befinden wir uns, haben jetzt hier mehrere Sequenzen aufgebaut, die jetzt im Endeffekt hier oben geendet ist. Ist auch sehr schön charttechnisch zu beachten, dass wir hier das übergeordnete Level haben, das untergeordnete Level. Hier die Überschneidung, hier kam jetzt die Reaktion. Das ist das Korrekturlevel und in diesem Bereich haben wir zunächst jetzt, wie auch bei Stellar, eine sehr schöne Reaktion vorgefunden. Wir haben jetzt hier einen sehr starken Docht. Wir haben jetzt hier nochmal eine grüne Kerze. Das bleibt jetzt nochmal abzuwarten. Potenziell haben wir aber hier dann auch eine schöne Zielgerade, die hier oben bei 3,50 liegt. Das wäre dann auch das All-Time-High, das wir jetzt hier dann schön abgearbeitet haben, indem wir aufgebaut haben mit schönen Bewegungen. Das bleibt natürlich jetzt abzuwarten, aber wenn jetzt alles weiterhin so läuft, dann sollte hier die Reaktion kommen und dann das Ziel hier auch abarbeiten. Alles natürlich keine Anlageempfehlung. Dann Ethereum haben wir natürlich hier aus diesem Korrekturlevel, ich gehe nochmal etwas höher, auch eine schöne Reaktion bereits gesehen, auch 100% möglich gewesen aus dieser Korrektur heraus. Und ja, jetzt haben wir hier mal das übergeordnete Level angelaufen. Noch nicht so schön, dass man sagt, es ist jetzt auf jeden Fall abgearbeitet, aber wir bewegen uns immer näher heran. Und wir haben auch hier oben noch ein Level ausstehend von dieser Bewegung, das ja auch schon bestätigt wurde, diese schöne Korrektur und diese Aufwärtsbewegung, der Trend. Wir haben das All-Time-High geknackt und haben jetzt dann natürlich hier vermutlich auch nochmal Kaufsignale generiert, die dann auch eventuell dann solche Szenarien in Zukunft liefern könnte. Bitcoin haben, Bitcoin haben wir natürlich jetzt auch endlich mal eine Korrektur gesehen. Da würde ich aber doch auch nochmal, ja, für jeden, der jetzt hier investiert ist, nochmal eine kleine Schocknachricht, sage ich mal. Da würde ich eher hier unten das Ganze sehen. Ob das nochmal eintritt, ist die Frage, aber es wäre auf jeden Fall notwendig, um dann auch solche Ziele hier in Betracht zu ziehen. Man sieht ja auch hier die Bestätigung, der Ausbruch wurde hier sehr schön angetestet und daraufhin ist das stetig angestiegen mit eigentlich keiner aussagekräftigen Korrektur. Das heißt, hier steht auf jeden Fall noch ein wenig Korrektur in Aussicht oder ist noch überfällig.
Das heißt, rein aus dieser charttechnischen Betrachtung und da wir jetzt auch hier ja auch schon die ersten Anzeichen sehen, dass man hier auch schon vielleicht mal eine kleine Gegenbewegung erahnen könnte, dann wäre das auf jeden Fall zumindest mal auf 33.000 Euro runter, wäre jetzt so die charttechnische Prognose, um dann eben hier auf die 80 zuzulaufen. Dann IOTA haben wir auch endlich eine sehr schöne Korrektur gesehen, hat ja schon bereits sehr gut funktioniert. Gehen wir mal in Daily runter. Wir haben hier eine starke Aufwärtsbewegung, die hatten wir korrigiert gehabt. Jetzt haben wir hier ein übergeordnetes Ziel von 2,76 Euro. Das wäre in dem Bereich hier vom All-Time-High. Das haben wir jetzt auch hier nochmal schön mit einer Korrektur, ja, sage ich mal, bis jetzt bestätigt. Wir haben ja jetzt zwei Ziellevel hier oben in dem Bereich und von daher erstmal sehr positiv, auch wenn es natürlich eventuell etwas wehgetan hat von 2,20 Euro auf 1,20 Euro. Aber das ist natürlich dann die Sache, die man aushalten muss. Wir haben jetzt hier eine schöne Sequenz, die hier diese Aufwärtsbewegung korrigiert hat. Und hier oben jetzt das Ziellevel generiert. Also prinzipiell auch hier sehr schön, allgemein charttechnisch, also dabei bleiben. Ich glaube, das ist der falsche Kurs, genau. Dann Cardano. Cardano habe ich anscheinend nicht weiter analysiert. Können wir aber auch gerne noch im Nachhinein jetzt durchgehen. Wir haben eine Korrektur in dem Bereich. Daraufhin haben wir eine weitere Korrektur hier gesehen, sogar ziemlich genau. Das ist sehr schön. Und dann machen wir jetzt aktuell hier eine Korrektur, die sehr schön funktioniert hat aktuell. Er könnte noch etwas tiefer gehen, aber prinzipiell ist das positiv zu betrachten, dass wir jetzt hier auch aus dieser Konsolidierungsphase rausgehen könnten. Das Ziellevel wäre nach dieser Abarbeitung, die wir jetzt aktuell ja auch schon gesehen haben, bei 2,70 Euro. Von daher auch das natürlich sehr positiv zu sehen. Zum einen haben wir jetzt ein All-Time-High gebildet. Wir haben hier eine Konsolidierungsphase, die jetzt zunächst mal gebrochen wurde und jetzt neue Käufer gefunden hat, hoffentlich, weil wir sind hier nicht wirklich weiter hochgekommen. Hier haben wir ein neues Hoch gebildet in dem Bereich, aber jetzt sollte hier dann genug Kraft da sein, um ja, eine weitere Aufwärtsbewegung zu generieren. Das war jetzt ein bisschen zu schnell, der muss hier hoch. Genau, also so würde das jetzt mal rein charttechnisch aussehen. Und können wir auch gerne weiter beobachten gemeinsam. Dann schauen wir mal weiter auf Tron. Tron habe ich bereits analysiert. Da haben wir jetzt sehr schön das ganze Bild hier mal charttechnisch traumhaft dargestellt. Wir haben hier das All-Time-High. Wir haben somit hier einen aussagekräftigen Punkt. Der hat auch hier gehalten. Wir haben jetzt ein übergeordnetes Ziel von 31 Cent, sind gerade bei 10 Cent, also hier ist noch alles in Ordnung. Wir haben eine Korrektur gesehen, die ist vernünftig. Wir haben hier eine erste Aufwärtsbewegung, die wird jetzt hier korrigiert. Aktuell in Verbindung mit diesem aussagekräftigen All-Time-High, das jetzt auch hier gebrochen worden ist. Das heißt, hier ist auch der Aufwärtstrend soweit erstmal aktiv. Und ja, da steht dem 30 Cent eigentlich so nichts im Wege, charttechnisch gesehen. Dann WeChain, da habe ich bereits leider noch nicht den Einstieg gefunden, obwohl er mir den jetzt mittlerweile schon zweimal gegeben hätte. Einmal war es in der Nacht und einmal habe ich ja, da nicht den Einstieg finden können. Ja, hier, wie gesagt, nicht gefunden. Allerdings hat er mir jetzt den ganzen nochmal hergegeben. Und wie gesagt, nicht den Einstieg gefunden, trotzdem charttechnisch sehr schön.
Jetzt aktuell hier am 38er Level, aber potenziell auch hier 61 Cent. Das ist ein schöner Ausblick, der zunächst mal hier ja, anzunehmen wäre. Wir sehen schon, das ist eine sehr starke ansteigende ja, Bewegung, die wir jetzt hier immer gesehen haben. Hier mal eine kleine Seitwärtsphase, die ist aber auch nicht wirklich ausschlaggebend lang gewesen. Also ein stetig steigender Kurs, was theoretisch auch sehr schön ist und von daher auch da charttechnisch positiv. Jetzt BitTorrent, ja, da ist natürlich die gewisse Spekulation wieder dabei. Wir haben wenig Historie, das ist natürlich dann immer so eine Geschichte, die nicht so optimal ist. Aber ja, wenn man sich das mal durchliest, was die so machen, eigentlich sehr positiv. Man bekommt recht viele Stückzahlen und dann ist das eben eine Spekulation, die ja mit Horizont der 300%, also von daher erstmal ganz nett. Ja, wir sind im Korrekturlevel, haben wie gesagt wenig Historie, das heißt, wir können uns nur jetzt darauf beziehen, was wir jetzt hier sehen, das heißt eine Aufwärtsbewegung, eine Korrektur und gehen davon aus, dass diese weiter auf diesem Kurs bleibt, dass wir hier ja zum einen natürlich hier ein neues Hoch bilden, aber dann auch mehr Struktur aufbauen, die dann im Endeffekt so aussehen könnten. Im Optimalfall wie bei Tron. Das ist aber jetzt hier zu früh zu sehen, weil man auch hier gar kein All-Time-High hat. Das wäre jetzt in dem Fall hier. Das ist aber jetzt nicht wirklich ja, ein Aufwärtstrend, der bestätigt wurde, sondern einfach mal eine Aufwärtsbewegung, die vermutlich hier nochmal länger auch in dieser Seitwärtsphase sein könnte. Jetzt haben wir natürlich hier einen sehr starken eine starke Down-Bewegung gesehen, die natürlich hier wieder für Käufer gefunden hat und auch der Kerze nach sehr schön die Reaktion auch gezeigt hat. Ja, also gehen wir erstmal davon aus, dass wir hier das Hoch nochmal brechen wollen. Dann haben wir hier zunächst mal untergeordnet eine schöne Bewegung, die wir dann schon mal wieder neu orten können, aber jetzt erstmal ja, das beobachten oder für sich entscheiden, wie man das hier sieht. Ich möchte hier natürlich auch jetzt nicht für reine Altcoins etc. werben. Das muss dann auch jeder für sich wissen, ob er das Risiko eingehen möchte. Ansonsten ein bisschen eher Bitcoin, Ethereum reinmischen. Das wäre, denke ich mal, nicht so ganz schlecht. Genau, das wäre jetzt mal so untergeordnet, wie man das so sehen könnte, um hier dann auch neue Ziele zu sehen. Und das Ziellevel dieser kleinen Bewegung, die ist jetzt aber nicht bestätigt, das ist einfach nur eine Ideenentwicklung. Das ist jetzt hier nicht wirklich zu benutzen, weil das kann jetzt hier genauso nochmal weiter runterziehen. Aber erstmal haben wir eine Reaktion gesehen in dem 50er Level hier. Das heißt, wir würden jetzt hier mal von einem neuen High ausgehen. Und das wäre dann auch hier sehr gut passend mit dem Punkt. Also theoretisch wäre das ganz schön, wenn das so ablaufen würde. Können wir weiter beobachten. Und jetzt gehe ich noch auf Chilis ein. Das ist aber hier mit Bitcoin, das bei BitToro auch. Also das bitte beachten. Haben wir auch mit Bitcoin hier gemacht. Deswegen, ich habe hier keinen besseren Chart, der mit Euro läuft. Aber so kann man sich's ja ein wenig ja, bildlich darstellen und dann nochmal selber das Auge drauf werfen, wo sich der Kurs befindet. Ja, jetzt haben wir hier Chilis noch, auch gegen Bitcoin. Hier auch eine sehr lange Seitwärtsphase, seitdem wir ja, den Aufwärtstrend gebrochen haben. Wir hatten ja hier den gewissen Hype, der da ausgelöst wurde. Seitdem sind sie sich nicht so ganz einig. Jetzt scheint sich aber das Ganze natürlich hier im Korrekturlevel einzupendeln. Deswegen auch immer ganz wichtig zu beachten. Auch hier gehe ich nochmal zurück. Auch hier haben wir immer in diesen Bereichen hier das
Die Bewegungen, auch wenn man hier von oben mal runterzieht, sieht man auch, dass wir hier auch wieder in diesem Level sind, wo wir uns jetzt die ganze Zeit nicht sicher sind, geht es nach unten oder geht es nach oben? Wer gewinnt, der Bulle oder der Bär? Von da schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja, prinzipiell auch hier natürlich, wenn man das so betrachten möchte, eher bullisch, aber ich bin ja allgemein bullisch. In den gesamten Märkten bin ich eher immer bullisch gestimmt und gehe vom Positiven aus. Deswegen seht ihr auch immer nur meine Aussicht ins Ziellevel in dem Bereich, der dann als Buy ja ausgeführt wäre. Aber bitte da auch mit eigenen Recherchen rangehen und ob man überhaupt auch Krypto machen möchte. Allerdings sind wir jetzt hier mit dem Update durch, zumindest von meinen Positionen, die ich immer so beobachte. Gibt natürlich auch noch ganz andere interessante Charts. Die Krypto-Bereich würde ich jetzt auch verlassen und dann auch nochmal ein Aktien-Update nachschießen. Aber das wird heute nicht mehr der Fall sein, aber wird auch noch die Woche kommen und dann sollten wir erstmal wieder alles auf dem Laufenden halten. Ich hatte jetzt erstmal ein paar Watchlists durchgegangen, die ihr so auf dem Radar hattet. Deswegen jetzt nach und nach auch wieder die Updates von den laufenden Aktien, die ich immer so habe. Und damit ich da auch immer euch auf dem Laufenden halte, wie die Situationen sich entwickeln. Und dann gibt es natürlich auch wieder Updates von euren Wünschen, aber das ist jetzt alles Ausblick. Ich ziehe das nicht unendlich in die Länge. Wir sehen uns dann unter der Woche nochmal zu einem weiteren Update. Schönen Sonntagabend noch. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, lass gerne ein Like da oder abonniere meinen YouTube-Kanal. Ansonsten kannst du mir auch gerne auf Instagram folgen oder meiner Telegram-Gruppe beitreten. Beide Links findest du in der Videobeschreibung.